Freunde, wir stecken in der Klammer, zum Glück gibt es Bandspiele. Herzlich willkommen, servus Maria. Hi Markus. Herzlich willkommen zur zweiten Kostprobe für euch. Wir haben probiert Hamlet. Ja, Hamlet haben wir probiert und sich die Zähne ausgebissen. Ja, mir war ein bisschen übel danach. Aber gut, was machen wir in dem Spiel? Wir haben so verschiedene Plättchen, also nicht so wie beim Carcassonne, wo sie die gleiche Form haben, sondern sie sind wirklich verschieden. Ja? Verschiedenste Formen, verschiedenste Formen. Natürlich gibt es viele ähnlich, also die sind, paar sind gleich. Ja? Und man muss sie hinlegen, so damit man die Landschaften wieder vollständigt und die Sachen dann produzieren kann. Ja? Und die Wege so kurz wie möglich sind. Und man möchte eine Kirche in den Dorf bauen. Genau, das zentrale Plättchen ist ein großes Plättchen, wo eine Kirche dargestellt ist. Da gibt es ein paar Aufgaben, die man erfüllen soll. Die kann man aber erst irgendwie erfüllen, wenn die Stadt ein bisschen oder das Dorf ein bisschen gewachsen ist. Denn auf dem neuen Plättchen gibt es dann Produktionsstätten, die bessere Ressourcen produzieren. Man muss seinen Arbeiter dorthin schicken, was prinzipiell kein Problem ist. Man muss die Ressourcen von anderen Stellen dorthin chauffieren, was eigentlich fast der Hauptmechanismus ist. Das kann man dann produzieren und dann eben entsprechend dann auch abliefern. Im Grunde, und als ich dann das durchgelesen habe, dachte ich mir schon, ja, das könnte interessant sein. Man hat ein paar Einschränkungen bei der Bewegung. Also es gibt diese Esel. Esel können eben die Produkte transportieren. Die können aber immer nur ein Feld weit gehen. Und die ganz normalen Dorfbewohner, die Villagers, die können so weit gehen, wie du möchtest. Die können aber dort einfach nur dann quasi Dinge abliefern, die man ihnen hinbringt. Ich habe hier ein paar wenige Probleme, Ich auch. Ich leider auch. Und ich habe mich so sehr auf das Spiel gefreut. Und ich habe mir gedacht, ja, Plättchenlegerspiel, super, kann ich mir halt anschauen. Und dann haben wir, wie schon gesagt, du hast die Regeln erklärt. Und ich habe mir gedacht, ja, das könnte passen, das könnte doch super sein. Und dann haben wir es gespielt und da und hier und hat es gekracht. Und ich habe mir gedacht, nein, das passt nicht zusammen und das ist irgendwie komisch. Das ist der Punkt, das fühlt sich von Anfang bis zum Ende komisch an. Ja. Manche Sachen kann ich wirklich dediziert erklären, dazu komme ich noch. Andere Sachen, das ist einfach nur ein Gefühl. Und ein Gefühl ist ja oftmals auch einfach relevant bei einem Spiel. Ja. Zunächst einmal, wir haben hier die Deluxe Edition, die Kickstarter Deluxe Edition. Und das finde ich schon mal ein bisschen komisch, weil da gibt es eine 3D-Kirche. Ja. Also normalerweise hat man einfach das Plättchen in der Mitte, das ist einfach ein ganz normales 2D-Plättchen. Wo eben die Kirche gebaut wird, da kommen dann Plättchen drauf. Man kann aber auch 3D-Elemente draufstellen. Ja, die man jetzt zusammenbauen muss. Die muss man selber zusammenbauen und entweder hast du ein furchtbar schlechtes Unterland. Ich habe keine Ahnung, aber diese Karton war ganz andere Material als das, was die Plättchen drinnen waren. Also die Plättchen waren aus dicken Karton und das war eher so Pappe, so dünne Pappe. Wenn ich das zusammengeklappt habe, ist es auseinandergegangen. Ja. Dann musste man das unten zusammenpicken und sobald man das falsch angebracht hat, ist es nicht auseinandergegangen. Die Kirche war letzten Endes ziemlich windschief und das ist ja wurscht, worauf ich hinaus will, ist, wenn ich schon eine Deluxe Edition habe und etwas hinzufüge, kann man natürlich sagen, naja gut, das ist ein Add-on. Nein, ich habe eine Deluxe Edition, also muss das auch Deluxe sein. Ja. Ich kann jetzt sagen, naja gut, es war ja nur eine Beigabe. Nein, ich habe dafür bezahlt. Und dann müssen die Komponenten passen und das passt definitiv nicht. Nein. Die Münzen, die dabei sind, die sind super. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Ja. Und da gibt es eine zweite Designentscheidung, die ich überhaupt nicht verstehe. Man hat diesen riesigen Beutel, ja, wo eben die Plättchen reinkommen, aus denen man zieht. Ja. Jetzt ist es so, wie die Maria vorhin gemeint hat, richtigerweise ist es nicht so in Carcassonne und Co., dass alle Plättchen dieselbe Form haben, sie haben unterschiedliche Formen. Das heißt, wenn ich in den Beutel reinziehe oder reingreife, kann ich ein bisschen schon erfüllen, was rauskommt. Ein bisschen mehr. Jetzt, wir haben das nicht oft genug gespielt, um jetzt wirklich dediziert sagen zu können, dass man damit ein bisschen schummeln kann. Zumindest kann ich ein bisschen es eingrenzen. Wenn ich sage, hey, ich brauche vielleicht das Plättchen, dann könnte das sein. Ja. In der Deluxe Edition gibt es dann kleine Token, so kleine viereckige Token, wo dann steht, ja, da könnt ihr stattdessen die rein tun. Das hat dann zwei Probleme für mich. Erstens, warum ist das nicht von Haus aus so? Ja. Und zweitens, wenn ich das tue, erstens mal ist das überhaupt nicht Deluxe, weil das sind nur so kleine Tokens, dann habe ich einen Riesenbeutel und ein paar fuzzi kleine Tokens drinnen. Das fühlt sich auch überhaupt nicht richtig an, muss ich gestehen. Leider, komisch, als ob man nicht darüber nachgedacht hätte. Ja, da fängt es dann schon an, schon beim Material. Das große Problem, was ich habe, ist,
wenn ich am Zug bin, habe ich eine bestimmte Aufgabe, die ich mir zum Ziel setze und das versuche ich dann umzusetzen. Mhm. Das ist prinzipiell ganz okay. Das Spiel hindert mich aber daran, weil einfach viel zu viel los ist. Man hat diese Plättchen und auf dem Plättchen sind dann Esel von verschiedensten Spielern, es sind Mitarbeiter, also Villagers von verschiedensten Spielern, es sind Ressourcen drauf und die Plättchen selber sind auch schon sehr busy. Ja. Also du hast halt quasi deine Straße, die du brauchst, weil nur auf der Straße kannst du was bewegen. Ja. Aber da gibt es auch die Wälder und Berge und dann sind... Ich verbringe die meiste Zeit einfach durch schauen, ist da jetzt ein Weg? Warte mal, hebe ich hoch, hebe ich hoch. Das heißt, die Usability ist hier einfach für mich nicht gegeben. Wenn ich ein Spiel habe, wo ich nachdenken muss und mir eine super Strategie überlegen muss, dann habe ich damit kein Problem. Wenn ich aber Probleme habe, ein Spiel zu spielen, weil ich nicht gut sehe und dann dadurch einfach schauen muss und da der Reiz dahinter ist, dann habe ich ein Problem damit. Ja, es passiert einfach sehr, sehr oft, nicht nur bei mir, auch bei den Mitspielern, dass man etwas machen möchte und dann sagt der andere, naja, aber gut, wie bringst du die Ressource dorthin? Ja, wieso? Mit dem Esel? Da ist ja keine Straße. Ach so. Und dann wieder alles zurück. Schlechtes Design. Ja, und das mit diese Eseln, das ist auch so eine Sache. Sie können sich nur einbewegen. Das ist noch okay. Ja? Aber wenn dann, sie dürfen dann nur transportieren, wo die Straße ist, wie du gesagt hast, und. Also man schaut und da sieht man einen Esel, da sieht man einen Esel. Und wieso auf dem Startplättchen muss kein Esel sein, auf dem Endplättchen muss ein Miepel sein und. Also das sind so viele Sachen, die nicht ineinander passen, wo das Spiel einen nicht erlaubt, einfach zu spielen. Yeah. Ja. Wo man sich denkt, okay, ich muss, und dann denkst du dir... Vor allem, ich meine, die Regel sagt es nicht so wirklich dediziert, oder sie sagen es jetzt zumindest bei den Villagern, wenn du einen Villager bewegt hast, dann legst du ihn hin, damit zeigst du an, dass du die Aktion schon gemacht hast. Bei den Eseln steht das nicht. Ja. Wir haben es aber trotzdem gemacht, weil wenn du dann irgendwann mal 5 Esel oder so hast, oder 4, oder wie auch immer, du kannst ja bis zu 6 Esel, glaube ich, haben, du weißt dann nicht mehr, welchen Esel du bewegt hast. Das bedeutet, die anderen insistieren dann, dass du den Esel hinlegst. Mhm. Und das bedeutet, wenn du dran bist, das erste, was du machst, du legst dann mal... 6 Esel stellst du auf, dann die ganzen Villagers, dann schaust du mal, was Sache ist. Und das heißt, du hast halt sehr viel Dinge zu tun, die nichts mit dem Spiel als solches zu tun haben. Ja? Und man kann auch nicht hergehen und sagen, ja, wir vertrauen dir schon. Weil du weißt es oftmals selber nicht, ja, welche Esel du jetzt bewegt hast, weil einfach so viel los ist. Das ist wirklich verrückt. Mhm. Wir haben ja dazu ein Unboxing gemacht. Ja. Das müsste eh schon auch online sein. Und da habe ich damals, fand ich das sehr interessant, dass diese Plättchen diese unterschiedlichen Formen haben. Im Grunde und prinzipiell bin ich noch immer der Meinung. Ja. Ich finde das toll, dass es mal nicht alles irgendwie schachbrettmäßig ist. Das Problem hierbei ist, du hast dann so viele Lücken und Kanten und Ecken, wo du nichts anstellen kannst. Und dann brauchst du eine Straße. Du hast aber keine Straße, also musst du dann eine Brücke bauen oder einen Pfad, was ja prinzipiell okay ist. Aber ich hätte schon gerne eine homogene Straße oder ein homogenes Dorf mit verschiedensten Auswüchsen, weil einfach die Plättchen das hergeben, das passiert aber nicht. Nein, gar nicht. Das hier ist das Optimum, das Ideal. Das ist wirklich das Optimum, aber das haben sie es wirklich optimal gemacht. Aber sie haben es nicht optimal gemacht, sie haben es einfach so hingelegt, damit das so aussieht. Denn aus einem Spiel heraus wird das so nicht aussehen, denke ich nicht. Weiß ich nicht. Was auch ist, es gibt sehr wenige Plättchen mit wirklichen Straßen. Ja? Also man muss wirklich umherum bauen, diese Brücke bauen, das bauen. Und dann jetzt habe ich einen Zug verbraucht, nur um eine Brücke zu bauen, weil ich das Plättchen nicht so hinstellen kann, wie es am besten wäre. Das ist auch ein bisschen der Punkt, weil du beginnst mit diesen Startplättchen und dann kommen die weiteren Plättchen, die dann allesamt eigentlich Orte sind, die sind umschlossen von Wald oder Gebirge, damit du da wirklich eine Brücke hinbauen musst, dafür geben sie dir einen Benefit. Und dann hast du eigentlich die Plättchen gelegt und somit hast du eigentlich alle Straßen dann irgendwie verstellt oder auch nicht. Und dann kommen Plättchen, die für die extra Ressourcen, für die besseren Ressourcen gedacht sind. Und dafür hast du dann keinen Platz. Ja, die kugeln dann irgendwo herum. Das streckt auch ein bisschen das Spiel. Wäre so auch nicht notwendig gewesen. Natürlich braucht es einen Grund, dass man die Esel verwendet. Ja. Aber das fühlt sich dann irgendwie einfach nur, okay, wir machen das jetzt, weil es mechanisch dann Sinn macht. Mhm. Aber es hat nie jemand nachgedacht, ob das Spaß macht. Ja. Und was ich auch komisch finde, ist ja diese freie Market. Ja. Ja, wo man kann einfach zu der Kirche gehen, wenn man genug Geld hat, kauft man die Ressourcen einfach und dann kriegt man Punkte und dann
macht man wieder etwas, damit man wirklich wieder genug Geld bekommt und dann tut man wieder. Das ist der Punkt, man kann es wirklich runterbrechen, indem man sagt, okay, weil indem man Ressourcen produziert und die Anfangsressourcen, die kann man relativ leicht produzieren, kriegt man nochmal 2 Münzen. Ich brauche 4 Münzen, um eine hochwertige Ressource zu kaufen. Wenn ich meine 2 Mipler habe, kann ich in einer Runde 4 Münzen bekommen, in der nächsten Runde kann ich dann so eine hochwertige Ressource kaufen. In der Zwischenzeit, weil was sollen die anderen tun? In der Zwischenzeit haben die anderen vielleicht auch wieder Ressourcen produziert, die ich dann auch gleich verwenden kann. Und die schauen dann durch die Finger, weil gerade die Grundressourcen, die braucht man. Einer musste ja produzieren, aber die verwende ich dann. Und das passiert dann oft, du hast es gesagt. Genau. Ja. Jetzt kann ich nur einfach nur produzieren. Produziere ich jetzt trunkenweise nur Ressourcen, die ihr dann verbraucht? Ja. Oder wie ist das jetzt? Ja, es hat sich so ergeben. Ja. Einer muss es ja tun. Ja. Und das ist auch ein bisschen komisch. Ich hatte dann zwar viel Geld, ja, wodurch ich dann zu der Kirche gegangen bin und einfach da Geld hin, fertig. Ja. Also genau, das ist der Punkt. Man kann es dann einfach brute forcen, indem man einfach mit dem Geld die Ressourcen kauft. Und es ist schön, dass ich dann irgendwo im Eck meine Sägemühle oder was auch immer habe, wo ich Ressourcen produzieren könnte, die verwendet halt keiner. Ja. Super. Dann habe ich was produziert, braucht keiner. Es liegt dort und es liegt das ganze Spiel dort. Also das ist... Nein, es war einfach unrund. Das Gefühl von dem Spiel ist einfach, das ist alles irgendwie unrund, es funktioniert halt nicht so richtig. Jetzt muss man natürlich sagen, das war die erste Kostprobe. Ja, sowieso. Jetzt ist halt die Frage, ob ich Lust habe auf einen zweiten Gang. Und ich muss sagen, obwohl es nur eine Kostprobe war und obwohl es vielleicht besser werden könnte, habe ich ehrlich gesagt keine Lust auf Nachschlag. Ich leider auch nicht. Es ist schade irgendwie, ich möchte es eigentlich nicht noch einmal spielen, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es eben nicht mein Geschmack ist, dass da einfach vom Grund auf die Mechaniken so sind, dass ich da keinen Spaß empfinde. Dieses Optimieren, da gab es Anflüge an Spaß, wo ich sage, okay, wenn da der Esel steht, da der Esel, dann kann der Esel diese Fläche bedienen, der kann diese bedienen und zipp, zipp, zipp. Das war ein Anflug von, ja gut, das kann Spaß machen, aber das war mir zu wenig. Ja, das war mir definitiv zu wenig. Also ich liebe Plättchenlegespiele, aber dieses hat sich nicht so rund angefühlt. Also wie schon gesagt, ich habe dann das Plättchen versucht hinzulegen und dann haben wir gedacht, wurscht, dann lege ich es halt da und baue dort diese Brücke oder was auch immer. Dann war es dann eh schon wurscht. Ja. Ja, und wenn es mir dann wurscht ist, wo ich das Plättchen hinlege und dass ich dann eine Brücke bauen muss, war es mir dann schon. Ein Teil davon ist natürlich auch dem geschuldet, dass man das Konzept der Esel und so weiter nicht von Anfang an sofort hundertprozentig versteht. Es braucht ein bisschen eine Runde, damit man mal, okay, das will das Spiel von mir. Daher kommt auch ein bisschen dieses Unrunde. Das wird im Laufe des Spiels ein bisschen besser. Dafür hat man dann einfach keine Übersicht mehr. Also man sieht es auch hier ein bisschen, wenn ihr das schaut, schaut euch da um. Das ist, da ist noch wenig los. Einfach unnatürlich wenig, muss man sagen. Ja. Und das ist ja fast schon das Ende des Spiels und da ist sehr wenig los. Ich meine, was haben die Spieler gemacht? Du siehst hier wahrscheinlich mit Absicht hier kaum einen Esel, noch sonst irgendwas. Normalerweise hast du da noch irgendwie 10 weitere Holzdinger herumkugeln, ja? Weil jeder Spieler hat natürlich seine 3, 4 Esel und so weiter. Und dann noch Mipel. Spieler, Materialien, Brücken, Fahnen, Also kurzum. Es tut mir leid, Maria, aber ich werde vermutlich hier keinen Nachschlag mehr wollen. Ja, ich leider auch nicht. Es tut mir leid. Also ich habe wirklich mich gefreut und habe hier Plättchen gespielt mit einem Twist oder was auch immer. Da kann man produzieren, endlich Plättchen spielen, wo man dann produzieren. Nein, Leute. Aber das ist nur unser Geschmack, vielleicht habt ihr einen anderen. Schreibt uns in die Kommentare, falls ihr das Spiel gespielt habt, wie es euch geschmeckt hat. Wo sind da für euch die Stärken? Oder vielleicht denkt ihr genauso wie wir. Vielleicht haben wir gar nicht mal so einen falschen Geschmack. Und wer weiß, wer weiß. Würde mich wirklich interessieren, ob wir so falsch liegen. Entsprechend werden ein paar Kommentare von euch diesbezüglich also diese ganz, ganz Käse toll. Hat mir nicht geschmeckt. So ein Käse. In diesem Sinne, das war Hamlet. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Zigato.